Gut Schuss ist ein Krimi, der in Ostfriesland spielt. Und das ist die kleine Stadt Esens. Hauptkommissar Kerkhoff war mit dem Fahrrad als einer der ersten eingetroffen, wohnt er doch ganz in der Nähe des Tatorts. Sein Kollege Zelikowski taucht im Trainingsanzug hinter ihm auf. Vorsichtig tasteten sie sich bis in die Dachspitze vor. Das Gesicht ist eingeschlagen, aber den kenne ich, sagte Zelikowski. Das ist der Muhl, Rainer Muhl von Schneiderbau. Eng um den Hals geknüpft, baumelte ein Lebkuchenherz mit der Aufschrift „Für dich, Goldi“. Ich bin selber aus einem alten Emder Arbeiteradel und ich weiß um die Konflikte und die beschäftigen mich, seitdem ich denken kann. Man kann Autobiografisches nie ganz vermeiden. Vielleicht stecke ich in dem Kommissar, vielleicht stecke ich in dem Täter. Man weiß es nicht so genau, aber das ist ja auch das Spannende, das soll man ja auch nicht wissen. Nervös blickte er sich um, als er die Gleise am verlassenen Pförtnerhäuschen überquerte. Er lief nun in der Deckung der alten Gemäuer vorwärts. Die Scheiben der Gebäude waren eingeworfen, die Steine rußgeschwärzt. Was ist, wenn die mich lenken wollen, dachte er. Mit wie vielen Leuten würden sie auftauchen? Er war auf sich selbst gestellt, war ganz allein hier, das heißt nicht ganz allein. Mit der linken Hand ertastete er die Pistole.